So, die Quest geht weiter bei Mario Rabbids Sparks of Hope. Nachdem wir Waldemars Axt wieder zurückbekommen haben, müssen wir ihn jetzt hier aufsuchen und ja, angeblich, man redet ja von einer Waldnymphe und da gehen wir jetzt mal dem Fall auf den Grund. Zwecklos. Ich wollte mit dieser Waldnymphe reden und ihren Segen für das Fällen einiger Bäume einholen. Wo ist sie? Aber sie ist wie ein Splitter in meinen allerwertesten. Ich kann sie spüren, aber nicht sehen. Alles, was ich habe, ist dieses alte Volksmärchen. Eine Nymphe träumt. Eine Nymphe träumt in einem kristallklaren Bach. Doch niemand sieht sie. Ob schlafend, ob wach. Bewunschen! Wer das Offensichtliche durchdringt, erkennt es klar und rein und findet sie in ihrem verwunschenen Heim. Das sind nicht gerade viele Anhaltspunkte. Naja, wir haben es versucht. Tatsächlich scheint der Reim wertvolle Informationen darüber zu enthalten, wo wir die Suche mit Hilfe deiner neuen Bipo-Kraft beginnen können. Weiß ich doch, Genie. Ich wollte nur nicht schon wieder in anderer Leute Probleme verwickelt werden. Du müsst... Oh, ups. Seltsamer Reim, zu das gut sein soll. Und das heißt, wir müssen also einer Waldnymphe auf. Oh, was haben wir hier? Da ist sie tatsächlich. Weiterer Spark. Waldemar! Wie ich sehe, hast du mich mit Hilfe der Helden aufgespürt. Vielleicht ist die Axt doch nicht deine schärfste Waffe. Da bin ich gekommen, um zu streiten, Waldnymphe. Ich muss Bäume fällen, um die Zuckerschnütchen, Schätze, Spatzel, Darlingbrücke zu reparieren. Mehr und mehr und immer mehr. Du begreifst einfach nicht, welche verheerende Auswirkungen dein Beruf hat. Hast du die leiseste Vorstellung davon, was es heißt, einen Samen zu erschaffen, der zu einem Baum heranwächst? Natürlich nicht, also werde ich es dir zeigen. Mein Nest! Mein Nest! Nein! Das gehört dir nicht hin! Raus damit! Raus, raus, raus! Oh, das sieht nach einer Schlacht aus. Ein Traum für Waldnymphen. Vernichtete finstere Pfütze im Nest der Waldnymphe. Nesthocker. Ich würde sagen, legen wir los. Der Name passt wie die Faust aufs Auge. Nesthocker. Was ist unsere Aufgabe? Schütze Nest. Okay, also wir müssen das Nest schützen. Nein. Ein ganzer Schutz macht das weg. Oma haben wir auch noch einen. Den können wir uns dann demnächst kümmern. War jetzt nicht ganz so berauschend, da würde ich sagen. Thank you.
So, da oben kommt der nächste gleich runter. Das heißt, wir gehen mal in Deckung hier. So, sammeln wir hier in Deckung. Ah ja, den ersten haben wir schon mal wenigstens. Immerhin. Müssen die Riesen erst bei uns drum kümmern. Nein, oder? Die da oben fertig machen, so schnell es geht. Let's go. Nicht getroffen. Danke, Sabrina, wünsche dir auch eine gute Nacht. Oh, wirklich so wenig Energie lebt er noch. Na gut. Verbleibend. Runden sind das. Das heißt, ich muss hier unten überleben. Hallo Senpai! Moin! So,
Und das Nest hat er. Wow. Was kommt denn da noch? Knackig. Das sieht aus. Ja, das muss man das Nest beschützen. Vielleicht kennst du die Mission ja schon. Hier war es mega knapp, echt? Ja, sieht gut aus bei mir, definitiv. Muss ich auch sagen. Ah, die kann man nicht zerstören, die Dinger da. Bitte mich mal. Und tschüss. Halt auch alles soweit sauber, muss ich sagen. Der hält den Schuss aus. Hör auf, das Nest anzuschießen. Er lebt noch. Wieder nur so wenig Hits. Einfach nur lächerlich. Das jetzt. Ah, tut das weh, hä? Huh? Komm mal den mal ein bisschen weg hier. Was der mit dem West nichts nicht antut. Schlacht gewonnen, jawohl. Mit Bravour haben wir diese Aufgabe erfüllt. Will ich doch mal sagen. Da ist die Waldnymphe. Hat ihr Nest wieder. Oh, oh. Ihr habt mein Nest gerettet. Aber meine Samen, sie sind fort. Bitte, ihr müsst meine Samen finden. Die Bäume des verwunschenen Waldes sind magisch, aber sie können sich nicht von selbst in Sprösslinge verwandeln. Kommt mit, folgt mir. Es geht immer noch weiter mit der Quest. Jeder Samen. Nach seiner Entstehung im Nest beginnt jeder Samen meinen Lebensweg hier in meiner Baumschule. Unglaublich. Das ist wundervoll. Ich hatte ja keine Ahnung. Für dich ist jeder Baum wie ein lieber Freund. Stimmt's? Vielleicht bist du ja doch mehr als nur ein Handlanger der mächtigen Kürbiskuchen-Gewürzlobby. Das mit den beiden kann eine Weile dauern. In der Zwischenzeit kann ich euch helfen, die fehlenden Samen zu finden. Nun, für die meisten Leute sind sie unsichtbar, aber wenn man weiß, wonach man suchen muss, weiß man,
wenn sie in der Nähe sind. Zum Glück bleibt meinem Auge niemals etwas verborgen. Finden wir diese Samen. Finde die Samen. Gewöhnliche Leute können die Samen nicht sehen, aber ihr wisst, dass wir sie gefunden, dass wenn ihr sie gefunden habt, wenn ihr auf eine Kolonie roter Blumen stoßt. Also rote Blumen sind also ein Zeichen für einen Samen. Und ich gehe mal davon aus, ihr findet man wahrscheinlich nur im Wald. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, eine mega lange Quest, definitiv. Hier haben wir rote Blumen. Das ist ein Dreieck. Das heißt, damit können wir doch was öffnen. Das sieht nicht nach einem Samen aus. Ah ja, hier haben wir's. Sehr gut. Das fügen wir mal ein. Was öffnet sich hier? Ah, hier haben wir den ersten Samen. Ich sehe ihn. Wo muss ich den hinbringen? Die Samen müssen hier irgendwo sein. Ah, die muss man einfach abgeben. Okay. Wenn ihr könnt. Oh. Eine fehlende Erinnerung haben wir hier. Warte mal, hier ist der Spark. Hier hinten war ich noch nicht. Ah, da geht's gar nicht lang. Okay. Da fand mich gerade so nach einem Durchgang aus. Oh, ein geheimer Weg. So, hier haben wir die nächste am Baum. Hier ist was. Oh mein Gott, hier ist die letzte. Ich habe sie alle drei gefunden, alle drei Samen. Ihr habt es geschafft, Waldnymphe. Sie haben alle verlorenen Samen gefunden. Jetzt ist es an dir, das Wunder des Lebens zu wirken. Mach ich, Gif. Danke, meine Helden, dass ihr die Samen heimgeholt habt. Verglichen mit der Rettung der Galaxie mag das gering erscheinen. Die Bäume. Aber in jedem Samen steckt nicht nur ein Baum, sondern viele Bäume. Sie verleihen den Seelen der Leute Hoffnung. Wow. Wie viel aufwendiger es ist, einen Baum groß zu ziehen, als ihn zu fällen. Ich hatte ja keine Ahnung. Nie mehr. Ich werde meine Axt nie wieder anrühren. Du hast mein Wort. Nach all dem Ärger, den du hattest, um sie zurückzubekommen, es gäbe da eine Möglichkeit, regelmäßig die Bäume zu ernten, die du benötigst.
Wie alle Dinge haben auch Bäume ihren Lebenszyklus. Wenn die alten umstürzen, muss Platz für die neuen geschaffen werden. Es liegen mehrere davon herum, mit denen du die Zuckerschnütchen, Schatzspatzel, Darlingbrücke reparieren kannst. Auf diese Weise gibst du ihnen ein zweites Leben. Okay. Aber nur wenn du mich begleitest. Dann kann ich den Neubau dir widmen und wir können alle über unsere neue Vereinbarung informieren. Ihr habt nicht nur die Brücke repariert, ihr habt auch die Harmonie zwischen den weltlichen und der ruhmreichen Natur wiederhergestellt. Nun, wir sind einfach froh, dass sich alles zum Guten gewendet hat. Wenn du uns jetzt entschuldigen würdest, wir... Was trübt denn da der Sonnenschein? Zwei Herzen schlagen den Wolf der Zeit. Die Augen? Die Augen erblindet und Tränen verweint. Mit krummen Rücken ertragen sie das Leid. Ein letzter Atemzug, die Hände vereint und doch, die Sonne, sie scheint. Meine Follower lieben es. Sie haben schon ein inspirierendes Wasserfall-Meme daraus gemacht. Bravo! Was geht unter die Haut, Tristan? Bibo, während Tristan sein Gedicht vortrug, ist etwas geschehen. Ich habe aufgehört zu analysieren und ich habe etwas gefühlt. Wirklich? Wow, das kommt unerwartet. Bibo, weinst du? Nein! Bald gibt es wieder Wäsche gesprochen! Durch eine davon müssen meine Schaltgleise korrodiert sein. Entschuldigt die Unterbrechung, aber darf ich mit euch kommen? Es bringt nichts, hier das fünfte Rad am Wagen zu sein. Du bist herzlich willkommen, kleiner Spark. Ein Traum für Waldnymphen, das war die Quest. Aerofix schließt sich dem Team an. So, wir haben also auch diese Quest jetzt. Das Geheimnis der Liebe. So, im Prinzip gibt es nur noch eins zu tun, und zwar diesen Schlüssel, den ich ja schon bereits gekauft habe. Und da hinten haben wir die Tür, wenn ich das richtig sehe. Nächste Tor. Wahrscheinlich wieder zu einer Toads Treasure Tracker Welt. Das Geheimgebiet von Prima Paletti. Oh, diesmal haben wir solche Riesen. Den können wir mal nicht einfach so ausweichen. Hier haben wir einen weiteren Spark. Der ziemlich artmäßig aussieht. Cool. Okay, das heißt, wir müssen erstmal hier runter. Und nun? Ah, mein Gott. Okay, wir sollten mal alle Wege machen.
Hier ist auf jeden Fall was. Ich sehe das. So, bei dem Riesen müssen wir erstmal vorbeikommen. Versuche natürlich jeglichen Konflikt zu vermeiden. Ach so, ich muss da nach unten erst. Da unten ist also der. Hä, wie komme ich da runter? Ah, wahrscheinlich. Hä? So, ich muss hier runter. So, damit haben wir jetzt schon mal einen Weg frei gemacht, wo wir hier durch können. Somit kommen wir jetzt hier eine Etage höher. Dann gehen wir hier rein. So, hier gibt es ja nur den einen Weg. Aber trotzdem werden wir mal gucken, ob hier auch nichts versteckt ist. Okay, dann bleibt wohl nur noch diese Röhre hier. Ich mag diese Levels total. Okay, wir haben jetzt hier eine Kiste runtergeschoben. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt erstmal hier runter müssen. Dann stecken wir uns da hinten. Dann müssen wir hier den nächsten Weg frei machen. Oh, hoch mit dir. Sieht auch sehr verdächtig aus hier. Also nichts. Hier kommen wir zu dem. Ich bin froh, dass ihr mich gefunden habt. Ich kann es kaum erwarten, wieder den Duft von Gewürzen, Ahornsirup, Kürbiskuchen und Waffelkrusten zu schnuppern. Und Geheimgebiet abgeschlossen. Also hätten wir das auch schon mal erledigt. So, ich gehe jetzt mal wirklich davon aus, dass wir jetzt eigentlich. Claudius Rex schließt sich dem Team an. Also ich glaube jetzt echt wirklich daran, dass wir so gut wie fast alles gemacht haben, außer den Hauptboss noch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Raumschiff mal zurück. So, Leute, das war's erstmal mit diesem Part. Das nächste Mal geht es weiter mit dem neuen Gebiet. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugeschaut habt. Lasst doch gerne einen Daumen für dieses Video da, wenn es euch gefallen hat. Und auch gerne ein Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch, schaltet wieder ein. Und es bleibt auf jeden Fall spannend in diesem großen Abenteuer.